Hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg. Diesmal ein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute haben wir das schöne Thema. Es ist Zeit, mal die Welt ein bisschen mehr so zu kreieren, wie wir es gerne hätten. Also, ich denke, sagt man jetzt nicht so viel, wenn man sagt, wir befinden uns mitten in einem Umschwung, Umbruch, Wechsel. Ich bin auch überzeugt, das wird jetzt nicht nur sein, was wir jetzt gerade haben, die Pandemie, das wird einfach noch viel mehr Bereiche betreffen, wo es Wechsel geben wird, wo ich denke, so angstbasierte Systeme werden sich nicht ewig halten können mehr. Und ich denke schon, dass auch langsam Gestaltungsmacht und Kraft auch immer mehr in unsere Hände zurückgelegt wird. Das heißt unsere, also von allen Menschen. Und das ist jetzt die Zeit, sich mal zu überlegen, wie wünscht man sich eigentlich die Welt so in Zukunft? So, ne? Weil das wird niemand anders für uns machen, so, ne? Und vielleicht wollen wir nicht mehr alle das machen, was uns vorgesetzt wurde bisher. Also vielleicht hatten wir auch schon immer die Macht, das Gestalten, haben es noch nicht gewusst. Klar, wir hatten schon immer, also schon lange hier Demokratie, aber gut, ob das alles so optimal funktioniert und so. Also ich habe da zumindest immer, ich habe schon früher gedacht, immer, woran merkt man eigentlich, wer gerade regiert? Also zumindest, also in Hamburg hat man das, also zumindest hier in den Außenbezirken irgendwie nie gemerkt. Also wer da gerade regiert, ist immer das Gleiche irgendwie. Immer die gleichen Themen. Und dann kannst du alle 5 Jahre mal irgendwo ein Kreuzchen machen. Und ja, weiß nicht, ist das Demokratie? Aber vielleicht kommen wir ja zu einer echten Demokratie. Aber gut, ich will jetzt, mir geht es um das Thema Beziehungen hauptsächlich. Und ich denke, das ist an der Zeit, einfach mal für jeden von uns zu überlegen, wie stellen wir uns eigentlich Beziehungen der Zukunft vor, so, ne? Und es ist ja bestimmt nicht diese toxische Rotzkacke, wollen wir scheinbar nicht irgendwie so, sag ich mal, wer auch immer da mitwirkt, in welcher Rolle. Und toxische Rotzkacke sind ja vor allen Dingen Täter-Opfer-Beziehungen, ne, aus meiner Sicht, die sicherlich diesen unfassbaren Thrill-Charakter haben, aber ansonsten, ja, vielleicht einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Ne? Vielleicht haben wir das eine ganze Zeit lang auf so eine schräge Art genossen oder auch nicht, aber jetzt scheinbar ja für viele nicht mehr. Aber was kommt jetzt? Ne? Da sind, glaube ich, wir alle gefordert, auch du, der es hörst, zu überlegen, wie stelle ich mir Beziehungen in Zukunft vor, auf welcher Basis sollen die stehen, und nicht immer, das merkt man ja schon bei ganz vielen Strukturen, dass die einfach zerfallen irgendwie, ob das jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, Labels, die man an Beziehungen gibt oder ob man jetzt unbedingt heiraten muss oder nicht heiraten muss, weil das ist ja alles, kann man, aber ist ja alles, also man merkt ja, dass es immer mehr Raum gibt, zu überlegen, was will ich eigentlich so, ne? Und diese von außen gegebenen Strukturen eigentlich einen permanenten Niedergang sind und einfach auch nicht mehr gebraucht werden, so, ne? Also, ich denke, es ist wirklich an der Zeit, und das versuchen wir ja auch im Kleinen mal so ein bisschen experimentell zu erkunden, in meinem Manifestationskurs, wo du auch noch mit dazukommen kannst. Ich packe den Link mal nochmal hier drunter. Und die Selbstliebe-Challenge, ich weiß nicht, ob Isabel das schon gestellt hat, geht das wieder am 1.1. los, aber vielleicht kannst du gerade noch einsteigen in die Basic-Challenge, ansonsten gibt es ja auch die Advanced nächsten Monat. Ja, also wir sind aufgerufen, da alle zu gucken, was wollen wir eigentlich, und das ist vor allem eine Sache, die im Kopf erstmal stattfindet, so, ne? Das haben wir ja auch alle unterschätzt, glaube ich, immer, wie viel Macht in den Gedanken steckt und in den Emotionen und in den Vorstellungen und ja, wie möchtest du leben? Und dann setzt es auch um, ne? Also das, was ich immer wieder beobachte, ich weiß auch, wie man dazu kommt und warum, ist dieses, dass man
alten Beziehungsstrukturen, die man eigentlich gar nicht mehr haben will, immer noch eine Chance gibt und 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 noch eine Chance gibt oder nochmal versucht, irgend so ein schräges Dreieck zu leben, weil vielleicht ist dieses Dreieck ja doch ein bisschen anders als all die anderen 99,9% anderer Dreiecke, die auch nicht funktionieren. Also, wie gesagt, aber klar, natürlich, das ist ja auch immer mein Problem, dass ich immer natürlich so allgemein über Beziehungen rede. Natürlich mag es immer auch mal im Einzelfall Strukturen geben, die dann halt doch funktionieren. Aber gut, aber in der Regel, wie lange wollen wir noch immer wieder, ja, weiß nicht, wenn sich jemand wieder nicht gemeldet hat, wieder nicht gemeldet hat, wieder nicht gemeldet hat, immer wieder warten und noch eine Chance und noch. Und nochmal gucken und nochmal sehen, ob sich das nicht ändert, anstatt, ja, das ist so ein bisschen so, als wenn du, fand ich so eine schöne Analogie, als wenn du auf einen Bus wartest und der kommt aber einfach nicht und du wartest und wartest und du willst eigentlich, du weißt, wo du hin willst, du willst an den Strand und da ist der Bus und der kommt aber einfach nicht. Er kommt nicht, er kommt nicht und Fahrplan steht irgendwie nichts drin. Und dir hat aber jemand gesagt, der kommt gleich. Gleich kommt er, in einer Viertelstunde kommt er, naja, wir ändern jetzt in einer halben Stunde. Und du denkst dir, ja, aber er ist doch immer gekommen, wann kommt er denn? Die Leute sagen doch alle, der Bus kommt. Und es ist so ein bisschen, als wenn du dann endlich dich entscheidest und sagst, ich gehe jetzt zu Fuß zum Strand, ne? Oder ich fahre per Anhalter, aber ich warte nicht mehr auf diesen verdammten Bus. Und ich tue es einfach nicht mehr und ich nehme mein Leben jetzt selber in die Hand und ich gehe zum Strand, ne? Oder was auch immer, ne, ich jetzt mache, aber ich nehme es selber in die Hand und warte nicht mehr darauf, dass mich dieser blöde Bus jetzt irgendwo hinbringt, ne, also das heißt jetzt übersetzt halt, ich warte nicht mehr darauf, dass andere Menschen das machen, was ich gerne hätte und ja, tun es dann aber nicht, sondern ja, ich kreiere mir ja mein eigenes Leben und Versuch, viel zu wenig schöpfe viel mehr aus mir selbst, ne, aus meiner eigenen Liebesfähigkeit, aus meiner eigenen Liebe, die in uns allen ist, aus meinem eigenen Kreativität, mir ein schönes Leben zu schaffen, erschaffen, was auch immer, und nehmen das mal selber in die Hand, ne, also das wird jetzt immer wichtiger werden, denke ich, und da kommen wir irgendwo nicht drum rum, da werden wir auch vom Universum unterstützt, denke ich, ist überhaupt keine Frage. Aber ja, irgendwo müssen wir auch mal jetzt echt mal ja sagen, ja, jetzt geht's los, jetzt wollen wir mal was anderes haben hier, ne? Und was ist das? Was willst du haben, ne? Das ist ja, und das finde ich gerade einen ganz spannenden Gedanken, nicht mehr darauf zu warten, was andere einem vorsetzen, sondern selber anfangen zu kreieren, so, ne? Das finde ich ganz wichtiges Thema. Ja, hoffe, hat euch ein bisschen inspiriert und wir werden es mal wiedersehen.